Was immer kommt, wir helfen Ihnen rasch und unkompliziert. Es gibt ihn seit mehr als 30 Jahren und mit über 250 Teilnehmenden ist er einer der grössten und schönsten Flohmärkte in der Nordwestschweiz. Und er ist seit diesem Jahr in neuen Händen. Bierstadt TV Arlesheim ist mit dem Organisationsteam gesprochen, das jetzt den Flohmarkt verwaltet. Wir sind jetzt ein neuer Verein, wir sind nicht mehr eine einzelne Person. Wir drei gehören, wie gesagt, zum Flohmarkt und sind vom Vorstand. Und wir haben jetzt dieses Jahr versucht, so gut wie möglich den Flohmarkt auf die Beine zu kriegen. Natürlich haben jetzt auch die ganzen Flohmarkt-Teilnehmer auch gewisse Änderungen schon festgestellt oder erlebt jetzt beim Aufbau. Gewisse Sachen haben wir ein bisschen so umgestalten. Nicht einmal der Regen hat am Samstag die Freude am Arlesheimer Flohmarkt können verderben. Was gibt es für Änderungen unter dem neuen Komitee? Änderungen dieses Jahr sind, dass Bodenplätze jetzt neu 10 Franken kosten und Tische 20, Marktstand 40. Die Tisch- und Marktstände sind vor allem für Arlesheimer. Die haben schon immer etwas gekostet, sind ein bisschen teurer geworden. Das ist eigentlich die grosse Änderung. Sonst haben wir ein bisschen mehr Platz geschaffen, sodass auch die Leute durchlaufen und durchfahren können. Genau. Die Organisation des Markt ist nach wie vor ein recht Stück Arbeit. Die Organisation ist bei uns die Verantwortung, beim Verein. Aber ohne Mitarbeiter, respektive die Unterstützung der Mitarbeiter vom Werkhof, also von der Bauverwaltung der Gemeinde Arlesheim, ging also gar nicht. Weil da sind wir sehr darauf angewiesen, weil die Märzstände aufstellen, das ganze Material deponieren, verteilen, das ist eine sehr grosse Arbeit, auch körperlich. Und da sind wir sehr froh, dass wir auf die Mitarbeit, auf die Unterstützung können zählen. Das ist ganz wichtig. Wie haben die Teilnehmenden auf Veränderungen reagiert? Einige oder die meisten sehr positiv reagiert. Natürlich gibt es immer ein paar, denen passt es nicht und die wollen gerne an der alten Zopf festhalten. Es ist aus unserer Sicht halt so gewesen, wenn es neue Leute übernehmen, gibt es halt auch neue Strukturen und da sind wir doch froh, dass viele so beweglich gewesen sind und die neuen Strukturen, wie wir sie gerne haben, übernommen haben und auch ganz zufrieden sind. Zu diesen neuen Strukturen gehört auch, dass jetzt neue Anmeldung nur noch über E-Mail ist und vorher ging alles eigentlich oder vieles per Briefpost. Das ist ganz wichtig. Es ist jetzt alles auf E-Mail. Was ist die Motivation von diesen drei Damen? Die Motivation ist einfach, mehr zu verkaufen, zwar von Waren, die wir nicht mehr brauchen können und anderen eine Freude machen können, aber in erster Linie auch den Kontakt mit den Leuten. Das ist ganz toll und ganz wichtig. Was immer kommt, wir helfen Ihnen rasch und unkompliziert.